Moin Moin und Hallo! Heute wollen wir mal zusammen mit unserer Senseo Select Eco Kaffeemaschine. Es ist eine Senseo. Und Senseo ist der Markenname der ersten Produktionskaffeemaschine, die Portionskaffeemaschine genannt wird. Mit Kaffeepads, die 2001 in einer Kooperation des Elektronikherstellers Philips mit dem niederländischen Kaffeeröster Jacobs Douwe Egbert entwickelt worden war. Ihr seht, die Senseo Select Eco ist auch noch von Philips. Das heißt also, wir haben hier vom Mitentwickler, vom Erfinder dieser Kaffeepad-Maschine ein Objekt der Begierde vorliegen. Und wir werden einen, ja, Espresso machen. Okay? Wir werden, ich muss sagen, es ist kein super echter Espresso, okay? Denn Espresso selber wird eigentlich mit einem hohen Druck zubereitet, mit einem ganz feinen Pulver. Ne? Kaffeemehl ist ganz fein und das geht natürlich in diesem, das geht natürlich nicht in dieser Maschine, denn sie hat diese Vorrichtung nicht. Sie hat nämlich nur eine normale, es ist gleichgestellt von der Technik her wie eine Filterkaffeemaschine. Wir haben hinten einen Wassertank, okay, das Wasser wird hochgepumpt, okay, es kommt in einen Brühraum, okay, da kommt es runter und wird so ein bisschen mit Druck da aus Düsen gepresst, heiß, vorher geht es noch durch einen Durchlauferhitzer, dann kommt es auf einen Filter mit Kaffee drin, das ist die, ja, ne, die Kaffeepad, denn die Kaffeepads sind, wie ihr seht, so standardisiert. Das heißt, wir haben hier nichts anderes wie Kaffee in einem Filter drin, was sonst die Filterkaffeemaschine in einem großen Filter gemacht hat. Okay? Und deshalb kann man jetzt hier bei einem Espresso nicht erwarten, dass der so ist wie bei einem Espresso-Shot applizierenden Gerät. Okay? Aber es kommt den schon recht nah. Dieses Gerät, die Senseo, Maschinen generell, die Kaffeepad-Maschinen, die sind dafür da, um convenient, schnell, easy peasy und vor allen Dingen mit wenig Dreck, also mit wenig Aufwand, Reinigungsaufwand der Maschine und des umliegenden Feldes Kaffee zu machen. Und diese Senseo Select Eco hat halt die Funktion, dass wir auch einen besagten Espresso machen können. Der Name Senseo steht dabei zum einen für die Maschine des Herstellers Philips, mit dem der Kaffee des Kaffeerösters Douwe Egbert zubereitet wird. Und zum anderen für die Portionierungsform des Kaffees in speziellen Pads, die anfangs nur von Douwe Egbert und inzwischen aber auch von vielen anderen Herstellern angeboten werden. Das seht ihr hier rechts. Es gibt günstige, es gibt auch welche ohne Koffein und es gibt auch die Klassiker, wie die großen Kaffeeröstereien, die das anbieten. Und natürlich gibt es Senseo, die das auch anbieten, klar. Und ihr könnt mit einem extra Espresso-Kaffeepad arbeiten. Ne, das geht natürlich auch. Das heißt, dieses Espresso-Kaffeepad wird dort dann natürlich noch ein bisschen mehr die Intensität des Krämers uns produzieren lassen wollen. Okay? Und das geht natürlich. Das sind extra Typ Espresso. Das sind Senseo Espresso Tabs selber. Die sehen aber auch aus und müssen ja auch so aussehen wie die standardisierten Pads, die die Filter, die sie Pad Filter Kaffeemaschine hier benutzt, auch hat. Das Wichtige ist, dass ihr in der Maschine die Einstellung des Espressos vornehmen werdet. Denn ansonsten kommt ein klassischer Senseo-Kaffee raus, okay? Weil das ist nämlich jetzt dann, worauf ihr achten müsst. Wie gehen wir vor? Wir haben also erstmal das Kaffeepad für den besagten Espresso vorliegen. Alles klar. Wir benötigen ein Kaffeepad für einen Espresso. Wir öffnen die Maschine. Oben am Freundchen hier, am Hebel, bewegen ihn nach oben. Haben nun freien Zugang zum inneren Brüh-Area-Disc oder der Kaffeemaschine geschaffen. Jetzt geht es darum, wir machen einen Espresso, das heißt, wir holen uns den Pad-Haltemechanismus. Den sehen wir hier mit einem Pad abgebildet und der ist kleiner als der große. Das ist logisch, ne?
Unten ist hier, wo diese Ausschankfreundin ist und oben ist, wo die Nippelchen sind. Achtet immer, dass die Nippel nach oben gerichtet sind, denn dort kommt unser Pad rein. Jetzt kommen wir zum Pad. Hier ist Pad. Nicht Fred, sondern Pat. Hi Pat. How's it going, Pat? Nice. Das ist ein leckeres Pätchen. Und das Pätchen, wie ihr seht, hat Wölbungen. Okay, es hat Kurven. Die Kurven hier sind die, woran wir uns orientieren. Ihr seht, das ist wie im wahren Leben. Und die Kurven, sprich die Wampe, die hier rauswampt, ist der Indikator, dass wir das nach unten auf die Nippel geben. Die flache Seite bleibt oben. Warum? Flache Seite, Wasser kommt von oben, hier drin ist Kaffee, Kaffeemehl. Dieses Kaffeemehl beinhaltet die ganzen Aromen für unseren Espresso in dem Fall, wird dann durch heißes Wasser umspült, sammelt sich hier unten bei den Nippeln und kommt unten beim Schnippel raus. So, alles verstanden, oder? Jetzt legen wir das Pad auf und drücken es nur ein bisschen an. Wir müssen jetzt hier nicht anfangen zu tampern, überhaupt nicht. Es reicht einfach, das Pad so zu positionieren, wie wir es hier haben. Und nun können wir es hier am Pad-Haltegriff sehr gut antragen, halten und das auch, wenn es heiß sein wird, später aber. Und nun heißt es, wir gehen in die Maschine ran und lassen es einfach hineingleiten. Nochmal. Hier anfassen, flache Seite liegt oben, die Wampenseite liegt unten bei den Nippeln. Wir pappen das rein und lassen es in die Maschine reingleiten. Nun schließen wir den Deckel und rasten ein. Wir sollten nicht ausrasten, wir sollten einrasten. Jetzt geht es darum, welches Tässchen benutzen wir denn? Hier ist eine Shot-Größe, das ist so ein kleines Freundchen, denn ein Espresso selber hat eine kleine Füllmenge, hat dadurch einen intensiveren Geschmack und natürlich auf die Menge gesehen, also wenn man das jetzt hochrechnet auf eine normale Kaffeetasse, hat es sogar ein bisschen weniger Koffein, aber dadurch, dass wir nur einen Shot nehmen, also eine kleine Menge, ist es sehr konzentriert und das ist auch der Hintergrund. Der intensive Geschmack kommt natürlich auch von dem intensiven Aroma, der sich hier durch etwas weniger Wasser im System dann natürlich auch intensiv in uns aufnehmen kann. Gut, unten drunter damit. Jetzt geht es darum, die Höhe ist einzustellen an diesem Gerät hier. Seht ihr das? Wenn ich da drauf drücke, dann drücke ich die Freunde nach innen und kann das hoch und runter schieben. Das heißt, wir fahren jetzt das Freundchen nach ganz nach unten, so weit wie möglich nach unten. Jetzt gucken wir, dass die beiden Drip Trays über den Drip Tray selber richtig gerade stehen, dass wir hier jetzt nicht so viel schlabbern werden. Nun, das ganz Wichtige daran ist, bevor wir jetzt los applizieren, ist, dass da frisches Wasser drin ist. Ihr solltet frisches Leitungswasser nehmen. Einfach klares, kaltes Leitungswasser. Das kommt hinten in den Tank hinein. Ihr könnt auch Quellwasser nehmen. Hauptsache es ist flüssig, Hauptsache es ist klar und hat keine Schwebstoffe drin. Außerdem ist es auch wichtig, dass es frisch ist. Ansonsten würde natürlich auch euer Geschmack des Kaffees verändert werden. Wenn wir das alles berücksichtigt haben, sind wir fast am Ziel. Wir haben hier einen Einstellknopf, den wir halt einstellen können, um dort die Position oder mit Hilfe dieser Intensitäts-Plus-Schiebers können wir das Rezept auswählen, welches wir benutzen wollen. Und wir wollen gerne eine Zubereitung eines Espresso durchballern. Das heißt, Espresso, seht ihr, ihr seht dann große Tasse, das wäre dann der milde Senseo-Kaffee. Ein starker Senseo-Kaffee wäre Nummer 2. Und wir gehen jetzt ganz nach unten. Das ist Option Nummer 3, der Espresso. Das ist ja auch das Besondere hier an dieser Maschine, dass sie Espresso zubereiten kann. Und nun geht's los. Wir drücken den Ein-Freund-Knopf und dann wird die Maschine aufheizen. Sie wird nach dem Aufheizen, sprich erstmal eine Aufheizung des Wassers durchführen. Wenn das Wasser aufgeheizt ist selber, wird die Maschine dann auch lospumpen. Wenn sie schnell blinkt, heißt das, ich brauche ein bisschen mehr Wasser.
Das heißt also, wir müssen jetzt hier wassermäßig ein bisschen nachrüsten. Wenn wir nachgerüstet haben, sollte es funktionieren. Ich kippe ein bisschen mehr Wasser rein. Also immer genug Wasser in der Maschine ist ganz wichtig. Das heißt, neues Wasser nehmen, hinein damit, zack. So, und dann ist die Maschine auch wieder betriebsbereit. Und jetzt können wir ganz normal anfangen. Und nun nochmal, langsames Blinken bedeutet, ich bin am Start. Ich heize jetzt das Wasser, was sie braucht, für das Rezept. Das ist natürlich bei einem Espresso recht schneller, weil viel weniger Wasser benutzt wird, um einen kleinen Espresso-Shot zuzubereiten. Wenn dies der Fall gewesen ist oder wenn sie das dann erhitzt hat, wird die Maschine es automatisch dann oben auf dem Pad, der hier innen liegt, jetzt ist, reindrücken. Dann läuft es da durch, läuft unten in unsere Tasse und wir haben einen frischen und sehr schnell und sehr frischen und nicen Espresso über die Senseo Select Eco herstellen können. Und das ohne großartigen Dreck, ohne dass wir jetzt großartig was sauber machen müssen etc., sondern ganz einfach, schnell und einfach Espresso, Jobs done. Und das geht zügig von der Hand, wie ihr seht. So, die Creme hat einen vernünftigen Stand, wie ihr seht. Sie sieht okay aus, absolut. Und das war's doch schon. Und so habt ihr innerhalb von einer Minute habt ihr einen Espresso an der, an der Hand. Und das Beste ist, sauber machen. Ganz easy. Wir machen auf. So, jetzt holen wir uns etwas, wo wir es reinkippen können. Und der Vorteil ist jetzt auch, die Pads selber sind recycelbar. Das heißt, also wir können die in unseren Garten zum Düngen platzieren. Wir können die in einen Komposter packen. Wir können die aber auch in eine Biotonne schmeißen und oder, ja, wenn wir das nicht haben, dann auch in den Restmüll entsorgen. Und das hier ist das Entsorgen. Einfach abklatschen, dann ist unser Pad-Haltesystem wieder frei für neue Abenteuer und wir haben hier etwas Dünger oder halt, das ist unser Müll daran. Der Müll ist aber, wie gesagt, kompostierbar, das heißt also biologisch abbaubar, deshalb auch nicht so schlimm. Und dann kann man seinen Espresso genießen. Zum Wohle. Sieht doch gar nicht so übel aus, nicht wahr? So einfach kriegen wir also einen schnellen und nice Espresso hin. Mit der Senseo Select Eco. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun-sun.